Warum sollte man denn die Weltbevölkerung reduzieren? Agenda, Grün, hast nicht gesehen, weniger Menschen und so weiter. Was soll das überhaupt? Das geht zurück auf einen Wissenschaftler, der heißt Thomas Malthus, und der hat im 18. Jahrhundert gelebt und der hat gesagt, wir haben limitierte Ressourcen auf der Welt. Wir haben nicht unendlich Kohle, Öl, Gas, Nuklearenergie, wir haben das nicht unendlich, es ist limitiert und deswegen umso mehr die Bevölkerung wächst, umso weniger haben wir davon und irgendwann ist alles weg praktisch, können wir nichts mehr nutzen. Und dann wird die gesamte Menschheit sterben, deswegen ist es nicht gut, wenn wir so viele Menschen haben. Und deswegen ist es besser, wenn man weniger Menschen hat. Ob die ganze Theorie stimmt, dazu kommen wir später. Aber das ist so der Grundsatz, der Mensch verbraucht einfach viel zu viel und deswegen muss der Mensch eigentlich weg oder immer weniger verbrauchen. Und deswegen kommen diese ganzen durch die Agenda, durch die Medien gepushte Werbung überall. Ja, heutzutage Kinder kriegen ist voll asozial. So, dass Kinder sind totale CO2-Schleudern oder solche Geschichten. Alles, was du siehst, zielt auf diese drei Ziele ab. Die ganze Entmenschlichung, die ganze Woke-Geschichten mit am besten den Kleinkindern im Kindergarten, auch gepusht von Walt Disney, schon zeigen, dass sie ab der dritten Klasse ihr Geschlecht selber aussuchen können, dass jetzt schon 10% der Jugendlichen in den USA sagen, dass sie nicht hetero sind. 10% jetzt schon. Das ist alles das langfristige Ziel, Religion zu rasieren, dieses ganze Familienleben zu zerstören. Das ist alles das Ziel, das führt alles auf diese gleichen Punkte zurück, dass der Mensch praktisch wie so ein Parasit zu viel verbraucht und deswegen müssen wir weniger von diesen Parasiten haben, weil sonst gehen die ganzen Parasiten flöten. Das ist so im Großen und Ganzen kurz das, worum es geht. Und deswegen kommen auch die Empfehlungen, hey ja, die Rentner sollten jetzt eigentlich mal in die Türkei. Das wäre besser, wenn sie da in der Sonne liegen und dann brauchen sie auch nicht so viel Gas, brauchen sie auch nicht so viel Energie, dann ist das besser. So, deswegen ist es asozial, Kinder zu kriegen. Deswegen sagen sie, hey, fahrt mal mit dem Fahrrad, was ist los mit euch? Und das ist der ganze Grundsatz, der dahinter steht. So, und jetzt nochmal zur Theorie. Und Zellulite ist eine Unebenheit in der Fettschicht. Warum ist es so? Habe ich schon mal erklärt. Männer haben eine Kollagenstruktur, die ist ungefähr so und Frauen ungefähr so. Das ist auch gut so, weil in der Schwangerschaft wird der Bauch so und dann geht er wieder so zurück. Und wenn ihr die Instagram-Fotos seht, dann seht ihr ja manche Fotos so, oh, eine Frau mit Zwilling oder Drilling und dann irgendwie ein Jahr später wieder ein Sixpack. Ja, das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber das ist dank dieser Struktur. Wenn die Kollagenstruktur nicht so wäre wie ein Pfahl, dann könnte man das Gewebe nicht auseinanderziehen und danach zieht es sich wieder zusammen. Sondern wenn das ein Mann hätte, dann würde es halt einfach runterhängen. So, das heißt, es ist evolutionär gut. Was ist denn jetzt diese Unebenheit? Was ist das? Das ist natürlich Fettgewebe. Fettgewebe schießt praktisch zwischen diese Kollagenpfähle, sagen wir mal, so oben drüber. Und dann sieht die Haut oben dellig aus. Das ist Fett, okay? Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal bei Bikini-Klasse Bodybuilding mal guckt und so, die Damen, die einen sehr geringen Fettanteil haben und die haben Knochen, Muskel und so eine dünne Fettschicht, dann wisst ihr schon, da kann gar keine Zellulite sein. Weil die Muskulatur hat ja nicht solche Dellen, sondern es ist ja das Fettgewebe, was zwischen diese Kollagenstruktur emporschießt, okay? Das ist ja nicht die Muskulatur. Das heißt, wir müssen das Fettgewebe optimal reduzieren. Das ist der erste Punkt. Wir müssen Fettgewebe reduzieren. Und zwar so viel, dass die Zellulite verschwindet. Und ich kann euch sagen, es funktioniert. Warum funktioniert es? Weil ich in meinem Maximumprinzip, in meinem Coaching, fast jeden Tag Damen habe, die mir sagen, ey Cecil, vielen Dank, Zellulite ist viel weniger geworden, ist komplett weggegangen. Ich hatte es am Anfang schrecklich, gerade 100, jetzt sieht man gar nichts mehr. Höre ich jeden Tag. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami.